Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cosplay und Autodrive Tutorials. Ja, heute wollte ich mir mal das Pelletpressen über die Premos auf dem Acker angucken in Verbindung mit Cosplay und Autodrive. Ja, sagen wir mal so, es geht semi. Das Pressen funktioniert einwandfrei. Ihr seht, die Maschine hier ist auch voll. Dieses Fahrzeug hier soll ein Autodrive-Abfahrer sein, der leider nicht versteht, dass die Presse voll ist. Also der steht hier und ja, er wartet auf einen Ruf. Das heißt, der Traktor wird nicht verstehen, dass er quasi eine Maschine ist, die einen Abfahrer braucht. Das Ganze hier habe ich nochmal mit Cosplay eingefahren, um zu testen, ob der den wenigstens abfährt. Das können wir jetzt auch nochmal gucken. Der fährt jetzt eine Runde. Weiß gar nicht, ob der das kann. Kippt der das? Geht das in das Lager? Weiß gar nicht, ob das hier in das Lager geht, die Pellets, aber müssten eigentlich. Nö. Gut, das ist ein anderes Problem, das gucken wir uns dann ein andermal an. Gibt ja, ich habe ja ein Lager, wo wir das reinkippen könnten. Und auch der wird nicht gerufen. Also weder Autodrive noch Cosplay versteht, dass diese Maschine da entleert werden muss. Ja, das Kuriose dabei ist, wenn ich jetzt diesen Fahrer hier rausnehme. Und dieses Rohr manuell ausfahre. Dann müsste gleich einer von denen ankommen, weil das hat vorhin zumindest funktioniert. Warten wir mal einen Moment hier. Fährt einer los von den Heinis? Von den Heinis? Na? Warten wir einen Moment. Ich habe da noch eine Idee, wie das gehen wird, könnte, sollte. Wir haben ja hier unser Lager für die Pellets. Nee. Das muss ich. Die war nicht unter Agrars gelistet. Aber doch, war unter Agras gelistet, oder? Aber der Hallenbrand ist ein anderer. Da habe ich so viele Mods schon, ich finde meine Mods schon alle nicht mehr. Da, genau, Pelletlagerhalle. So. Ja, das Ding stellen wir einfach mal hier auf die grüne Wiese, drehen es mal um. So, zack. Ja, anscheinend. Mögen die das aber auch nicht. Gut. Dann wollen wir mal die noch eine andere Variante testen. Dann nehmen wir den mal raus. Löschen den Kurs. Also wie gesagt, die Abfahrer verstehen leider nicht, dass sie dahin müssen. Auf welcher Seite hat die das? Also müsste das so sein, wahrscheinlich. So, wenn wir jetzt so fahren. Hier durchfahren. Genau, dann könnte ich das jetzt hier, dann kann ich das hier abkippen. Naja.
Genau. So, das heißt, wir fahren mal noch ein bisschen weiter vor. Na, gibst du mir einen Punkt? Nee, gibst du mir nicht, ne? Sack. Pellet Lager, so. Mal das hier hinten da nochmal verbinden. Und verbinden das auch. Zack und zack. Und wir verbinden dann noch das miteinander und dann so, genau. So, jetzt können wir theoretisch die Primus selber abtanken fahren lassen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Das können wir jetzt noch mal testen. Dafür sagen wir einfach, er soll hier auf Feld 21. Nee, das ist falsch. Wir machen Drescher abfahren. Das ist richtig. Feld 21 und Hoflager. Nein. Pelletlager. So. Am Ende darf Cosplay übernehmen. Und wir sagen hier. Autodrive benutzen. Ja, aber das versteht er, okay. Okay, das funktioniert. Das heißt, ich lasse den jetzt noch mal einmal laufen, das einmal komplett durchspielen quasi. Das heißt, das würde dann auch vollautomatisch funktionieren. Das ist schon mal gut. So, wir lassen ihn hier mal einmal. Ansetzen. Lassen ihn das jetzt mal einmal vollpressen und dann gucken wir mal, ob er selbstständig zum Hof findet. So, sucht sich jetzt den Weg, verlasse das Feld, sagt er. Also das scheint so weit zu gehen, dass er quasi, wenn er vollgepresst hat, den Wagen, dass er dann selbstständig zurückfährt. Oh, den hat er auch erkannt. Nice. So. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal gut. Ja, das war falsch. Genau, so rum ist es richtig. Genau. In Feld 21 beladen, genau, das wäre der richtige Modus gewesen. Okay, aber ich wollte ja eh noch mal eine andere Variante davon zeigen. Ich mir vorstellen könnte, dass sie funktioniert. Dafür müssen wir jetzt einmal
das hier speichern. Das machen wir mal Tem Remus. So. Dafür. Würde ich jetzt diesen Wagen. Hier hinstellen. Dann laden am Startpunkt genau. So. Ist die Frage, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Dann hier beenden. Jetzt hier das Pelletlager reinmachen. Nee. Da muss 21 hin. Pelletlager. Und Heupellets. Es wäre noch eine Variante, bei der ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert. Dafür müssen wir hier einmal sagen, also am Ende Curseplay benutzen und hier soll Curseplay dann Autodrive benutzen zum B- und Entladen. Genau. So. Versuchen wir mal, ob das so funktioniert, wie es soll. Wie ich mir das gedacht habe. Der müsste jetzt eigentlich da an dem Anfangspunkt gleich stehen bleiben. Der müsste jetzt da rüberfahren und da stehen bleiben. Ein Ladegut gewählt. Heupellets. So. Eigentlich müsste er dann jetzt hier gleich am ersten Punkt stehen bleiben. Bleibt der immer da stehen? Das ist jetzt die Frage. Wenn er jetzt da immer da stehen bleibt an dem Punkt, dann können wir jetzt nämlich da einfach einen Überladepunkt hinmachen und dann sollte das ohne Probleme funktionieren. Curseplate übernommen. Ja, eventuell hätte ich die Curseplate-Tour anders anfangen lassen müssen, aber egal. Vielleicht geht's auch so.
Ja, er stellt sich immer wieder so dahin. Genau. Das heißt, ich kann jetzt mit der Premos. Dann müssen wir hierfür nämlich auch. Das hatte ich gespeichert, ne? Ja. Wenn wir jetzt hier eine Tour aufnehmen, da würde ich sagen, die fangen wir hier an. Ich glaube, dann müsste ich einen Überladepunkt setzen und fahren dann weiter hier auf den Acker. So. Das müssen wir einmal speichern unter Temp überladen. So, wenn wir jetzt den Primus-Kurs nehmen. Und das Temp-Überladen hinten anhängen. Haben wir den Kurs plus das da hinten mit dem Haltepunkt. Jetzt müssen wir noch gucken, wo er aufgehört hat. Auf der Bahn hier. So. Dann lassen wir den mal voll sammeln und gucken, ob er das versteht mit dem, dass er da überladen soll. So, mal gucken. Funktioniert auf jeden Fall, dass er verstanden hat, dass er den anderen Kurs hinten dran hat, dass er zum Abladen da längs fahren muss. Jetzt ist nur die Frage, ob das mit dem Überladepunkt richtig war bei der Maschine. Oder ob die das theoretisch selber verstanden hätte. Ist immer so mit diesen Überladepunkten ein bisschen tricky, ob man da eine Parkposition baut oder nicht. Funktioniert ja toll gar nicht. Okay, also trotz Parkposition so leider nicht möglich. Einzige Möglichkeit, direkt zum Lager fahren. Den Kurs, das ist ja ganz einfach gewesen, dafür machen wir es hier einmal entlassen. Dafür übernehmt ihr dann bei der Premos einfach den Kurs aus dem Schwader. Dann fährt die Premos also fährt der Traktor mit der Premos das einfach nach. Das habe ich ja gezeigt, wie man den Kurs von einem anderen Traktor übernimmt. Dann stellt ihr in AutoDrive einfach ein, dass auf Feld 21 beladen wird, also auf dem Feld beladen wird, abgekippt beim Pelletslager. Heupellets wollen wir abkippen. Am Ende darf Cosplay wieder übernehmen. Dann lassen wir Cosplay hier die Presse voll machen. Okay, machen wir nochmal neu. Ich muss natürlich erst die alten Kurse löschen, dann den Kurs für die Premos laden. Eieiei. Ganz schönes Gewicht, das Teil. So. So. So, hat gemerkt, dass sie voll ist. Fährt jetzt mit Autodrive zum Lager. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, dauert ein bisschen länger.
Hat den Vorteil, wenn man noch Melasse und Wasser eintanken lassen will, kann man das mit einem Lager positionieren. Dann saugt er sich das dabei selber raus. Ja, die ganzen anderen Varianten gehen leider nicht. Aber es gibt eine Variante, in der es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn es euch weitergeholfen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, auch gerne den Abo-Button drücken und die Glocke nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.